Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und hallo an alle Nicht-Muslime. Ich finde es wirklich erstaunlich und auch lustig, subhanallah, wie Strömungen, Bewegungen und Weltanschauungen sich nach einer Zeit immer selbst ihre eigenen Mängel aufzeigen und sich selbst blamieren. Die Freiheit, man darf entscheiden, was man will, Gleichberechtigung für alle, LGBTQ und keine Ahnung was. Und man hat gekämpft für die Frauenrechte, man hat versucht, so wirklich die Rechte der Frau hervorzuheben. Im Islam wird die Frau so unterdrückt und sie hat keine Rechte und. Und jetzt auf der größten Veranstaltung oder eines der größten Veranstaltungen weltweit, wo die größten Nationen daran teilnehmen und wo auch diese Veranstaltung auch quasi auch ein Vorreiter ist für bestimmte Sachen in die Welt hinauszutragen. Davon mal abgesehen, dass die da das Christentum blamiert haben, schlecht dargestellt haben, respektlos gegenüber einer ganzen Religion war. Und ich finde es immer noch schlimm, dass die Menschen dann sagen, ja, aber hätte man das mit dem Islam gemacht, dann wären die Muslime der Aufschrei groß gewesen. Ja, weil wir unsere Religion noch ernst nehmen. Wir für unsere Werte gerade stehen und wir uns nicht verstellen vor irgendwelche Strömungen und Bewegungen und keine Ahnung was. Im Namen der Gleichberechtigung und der Freiheit, seine Geschichte selbst auszusuchen, hat gerade ein Mann eine Frau zusammengeschlagen und wird gerade auf größter Bühne Beifall geklatscht, gefeiert und weiß ich was. Und also in welcher Religion wäre das erlaubt, im Judentum, Christentum oder im Islam, dass man eine Frau so zusammenschlägt, dass sie sogar am Ende sogar noch einen psychischen Chaos hatte, dass sie am Ende noch sogar geweint hat und wirklich am Boden zerstört war. Ja, alles im Namen der Freiheit der Menschen. Ja, ihr merkt selber, subhanallah, alhamdulillah, für die Gesetze des Islams, sie sind zeitlos, zu jeder Zeit, zu jedem Jahrhundert, zu jedem Jahrzehnt, sind die Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala universell herabgesandt hat, das A und O, um die Rechte der Frau zu schützen und um die Rechte des Mannes zu schützen. Und ganz, 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 ganz wichtig, um die Rechte der Familien zu schützen. Denn was wir hier in Deutschland und im Westen sehen, dass die Familien immer mehr auseinandergebracht werden. Das ist ein langes Thema, aber nur damit ihr wisst, dieses Familienbild, wie es es vor 50, 80, 100 Jahren hier in Deutschland sogar gegeben hat, gibt es mittlerweile nicht. Vater ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr lustig, dass auf diese Art und Weise die arme Frau, die tut mir ein bisschen leid. Aber im Allgemeinen, damit die Leute mal, die diese Strömungen so immer hervorbringen, diese ganzen Medien und so weiter, damit man darüber nachdenken, wie dumm das ist, dass ein Mensch, ein Mann, biologischer Mann und eine biologische Frau sich niemals ihr Geschlecht ändern können. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alles gebührt Allah, der Adam und Hawa Eva paarweise erschaffen hat. Mann und Frau. So hat der Mann seine Anteile und die Frau ihre Anteile. Und in einer Ehe ist es immer nur ein Spiel von einem Team. Und niemals hat eine Regierung, eine Politik, Medien oder sonst was das Recht zwischen den Familien, zwischen Mann und Frau, Zwietracht zu sehen. Das heißt, dass die Frau motivieren, schlecht ihren Mann zu behandeln, denn das ist Freiheit. Und der Mann seine Frau schlecht zu behandeln, denn das ist auch Freiheit. Wenn sie ihren Mann einen Wunsch erfüllt oder einen Gefallen tut, ist es Unterdrückung. Wenn sie es aber ihrem Chef für ein Geld, für ein paar Euros macht, dann ist es, wie sagt man, Reife. Sie möchte Karriere machen. Modern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah uns Muslime vor solchen Werten, wo gar keine Werte vorhanden mehr sind, keine Moral und kein Anstand mehr vorhanden sind, möge Allah uns vor so etwas bewahren. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.